Kaum ein Jahr ist es her. Die rätselhaften Worte meines Königs über Sieg beschäftigten mich noch lange. Die Zeit bezeugt seine Weisheit. Denn von freiem Griechen zu freiem Griechen verbreitet sich die Kunde, dass der tapfere Leonidas und seine 300 so fern der Heimat ihr Leben nicht nur für Sparta opferten, sondern für ganz Griechenland und für das, wofür dieses Land einsteht. Nun, hier in der zerklüfteten Ebene von Platae werden Xerxes' Horden für alle Zeiten durch uns untergehen! Dort kauern die Barbaren in ihrer Angst. Kalte Klauen des Schreckens umschließen sie. Ihre Herzen zu Eis gefroren. Sie wissen noch um die gnadenlosen Gräuel, die sie erleiden mussten, durch die Schwerter und Speere der 300. Und nun starren sie in dieser Ebene auf 10.000 Spartiaten, die 30.000 freie Griechen anführen. Au! Die Zahl der Feinde ist um ein lächerliches Dreifaches größer. Gute Aussichten für jeden Griechen. Heute nun befreien wir eine Welt von Aberglaube und Tyrannei und gehen einer Zukunft entgegen, die leuchtender ist, als wir ahnen können. Dankt ihnen, Männer! König Leonidas und den tapferen 300! Zum Sieg vorwärts!